Auch 2023 gibt es natürlich wieder den Probierfreitag. Ich bin wieder mit dabei, die Bierlovers sind natürlich mit dabei und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Mit welcher Brauerei es losgeht, das verrate ich euch, wenn ihr kurz dran bleibt. Schön, dass ihr weiterhin dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Ankündigung für den ersten Probierfreitag im neuen Jahr. Der findet am 13.01. bei den Bierlovers in der Gumpendorfer Straße 35 statt und da bin ich natürlich auch wieder. Und für viele Bierfreunde ist der Januar ja der Dry January und da haben wir uns eine Brauerei ausgesucht, die auch im alkoholfreien Segment einiges zu bieten hat. Es geht nach Salzburg, wir bleiben in Österreich und es geht zum Brauhaus Gusswerk und von denen kommt das Jakobsgold. Und für diejenigen von euch, die in der österreichischen Gastronomie ein bisschen unterwegs sind, die kennen natürlich das Jakobsgold. Es ist in der Craft-Bier-Ecke sicher das beste und weit verfügbarste alkoholfreie Bier, was Österreich zu bieten hat. Die Brauerei Gusswerk ja im Advent besonders dadurch aufgefallen, dass sie einen Adventkalender mit 24 eigengebrauten Bieren hatten. Das liegt hinter uns. Aber ihr seht schon, diese Brauerei hat einfach stilistisch fast alles zu bieten und natürlich auch ein gescheites alkoholfreies. Und da ist das Jakobsgold, das, was das Brauhaus Gusswerk zu bieten hat. Alkoholtechnisch liegen wir hier natürlich unter 0,5 Volumensprozent. Wir haben es mit 7 Grad Plato zu tun und 24 Bittereinheiten. Das Jakobsgold hat auch noch einen alkoholischen Bruder, Schwester. Das ist ein Biozwickel. Alle Biere ja aus dem Brauhaus Gusswerk nach Bio-Richtlinien gebraut. Und da ist das Alkoholfreie natürlich auch keine Ausnahme. Hier in der alkoholfreien Variante sind Hallertauer Tradition, Saphir und Citra zum Einsatz gekommen und auf der Malzseite Münchner Malz und Haferflocken. Ich finde das sehr eine spannende Kombination, aber auch das ursprüngliche Jakobsgold ist mit Emmer, Dinkel und Einkorn ja auch durchaus ein bisschen auf der spannenderen Seite zu Hause. Könnt ihr alles probieren am 13.01. zwischen 11 und 20 Uhr hier bei den Bierlovers in der Gumpendorfer Straße. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die alkoholfreie Variante an, denn auch alkoholfrei hat sich ja in den letzten Jahren einiges im Craft-Bier-Segment getan und es ist keinesfalls mehr so, dass man da sagen muss, das ist kein Bier, da trinke ich dann doch lieber eine Limo. Und da ist das Jakobsgold, wie gesagt, ein gutes Beispiel. Wir haben es mit einer minimals getrübten, gelb-goldenen, leicht orangenen Farbe zu tun. Ein herrlicher, cremiger, feiner Schaum. Guck mal, wie der sich ans Glas hängt hier. Wunderbar. Ganz, ganz feine Kohlensäure im Glas zu sehen. Aber allein dieses Gold, was da aus dem Glas rausstrahlt, eine wahre Pracht. Jetzt halten wir die Nase rein. Und das ist ein bisschen, sag ich mal, typisch für viele alkoholfreie Biere. Die haben so eine kleine, leichte Süße, so eine malzige Note in der Nase, finde ich aber gar nicht unangenehm. Schön getreidig und mit einer schönen, kräutrigen Hopfenherbe in der Nase. Ah, in diesem Sinne, sehr zum Wohl, cheers. Und es geht gleich weiter mit einer schönen Süße, leicht malzig, aber es ist nicht unangenehm. Es ist nicht so dieses typische alkoholfreie Süß. Die Hopfensorten, die verwendet worden sind, glaube ich, sorgen auch dafür, dass so ein bisschen Zitrusfrucht reinkommt, so ein bisschen Mandarine, Orange hat man da in den, im Gaumen hängen. Schöner, grasiger, kräutriger Hopfen. Angenehme mittlere Bittere, ich glaube die 24 Bittereinheiten können wir einfach unterschreiben. Das passt wunderbar so. Angenehmes brotiges Malz, das heißt diese Süße ist da auch gut eingebunden. Und leichte Karamellnoten, die dann natürlich auch dazu beitragen, dass diese Süße keinesfalls unangenehm wird. Vom Körper her schöner, mittlerer Körper, bisschen zurückhaltendere Kohlensäure, nicht zu prickelnd, sondern eher so auf der weichen, cremigen Seite. Das gilt dann auch für die Textur am Gaumen. Und hinten im Nachtrunk ist es dann eher kurz gehalten, leichte Süße, schön getreidig, herrliches Bier. Also ich muss sagen, wenn ihr den Dry January mitmacht, dann solltet ihr mit dem Jakobsgold durchaus einen guten Partner gefunden haben. Vielleicht nicht die ganzen 30 Tage, da haben die Bierlovers dann noch was anderes zu bieten. Wenn ihr allerdings sagt, ich kann auch was Alkoholisches im Januar vertragen, dann seid ihr definitiv auch beim Brauhaus Gusswerk richtig. Das Jakobsgold alkoholfrei. Am 13.01. definitiv mit dabei beim Probierfreitag, dem 1. im Jahr 1923 mit der Brauerei des Monats, des Brauerei Gusswerk. Wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.